Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3 mit mir, DF. Und ich habe mal in die alte Aufnahme geguckt, also in dem Let's Play von vor 6 Jahren oder so, was ich ja auf meinem alten Kanal hochgeladen habe, das aber nicht mehr zu finden ist, weil, wie gesagt, ich möchte nicht, dass dieses Let's Play, also das hier, und das alte sich irgendwie in Konkurrenz befinden. Und das hier ist einfach besser, weil bessere Audio-Video-Qualität. Ich laber nicht so viel Scheiße wie früher und bin halt eine ganz andere Person gefühlt. Auf jeden Fall habe ich in die Aufnahme da von damals geguckt, bevor ich hier in diesen Kristallturm ging. Also ich habe Eureka gemacht und so. Ja, ich muss noch mal gucken, ob ich den Teleporter genommen habe zu dem Stufe 8 Zaubern. Das habe ich komplett vergessen. Aber ich habe geguckt, was für eine Stufe ich hatte. Ich hatte einfach mal 5 Stufen mehr als jetzt, als ich jetzt hier reingehe. Deswegen könnte der Kristallturm... Oh, die Musik. Der könnte mich hart... in den Hintern treten. Aber wir schauen mal. Ah ja, wir müssen... Ist das der Eureka-Schlüssel auch? Was? Das war auch, glaube ich, der Eureka-Schlüssel, ne? Dann macht das ein bisschen mehr Sinn, dass Unai und Doga gestorben sind. Unais Schlüssel, er hat funktioniert. Ah ne, das war... ein anderer Schlüssel. Den Unai, den... sie uns gegeben hat. Wir sind fast da, seid stark. Muss mal die Musik aber für mich ein bisschen leiser machen, weil die ist ein bisschen zu laut und ich möchte ich lasse die Lautstärke für euch so, wie sie ist. Nur ich möchte nicht dagegen anschreien müssen. Okay, da komme ich gar nicht lang. Weil das ist immer doof, wenn die Musik so laut ist, dann denkt man, man hört sich selber kaum noch und dann denkt man, man muss halt ein bisschen lauter reden, damit man gehört wird. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. Und dann wird man halt von selber lauter. Ich verteidige mal. Das ist so ein Goldor-Verschnitt. Ich habe jetzt seinen Namen nicht so ganz gelesen. Ich guck mal, ich haue jetzt mit jedem drauf, aber mal zum Sehen, ob er dadurch stirbt. Tut er nicht. Bitte nochmal auf Arc, weil er verteidigt. Oder auch nicht. Platinal. Ja, weil Goldor. Es ist halt nur schade, dass er. Was ist das für eine Farbe? Lila, blau? Keine Ahnung. Farbenblind und so. Dass er eben nicht Platin ist. Das ist so ein bisschen verschenkt. Aber egal. Wir heilen mal Luneth mit einer High Potion. Auch wenn er ein bisschen mehr als 500 Schaden bekommen hat. Ich springe jetzt auch mit Ingus nicht, weil ich denke, in dieser Runde werden wir. Ja, okay. Wenn wir ihn halt besiegt haben. Und ich würde, weil wir, glaube ich, die Level 1 Magie nicht so wirklich benutzen von hier Luneth, würde ich auch erstmal die Vitas von ihm verwenden wollen. Ich gehe erstmal hier lang, hier rechts. Weil hier geht es wahrscheinlich nicht weiter. Hier, da ist eine Kiste, eine Phönixfeder, ist was Feines. Ich gehe nochmal zurück. Ich dachte, wenn ich jetzt den einen Weg gehe, den ich nicht gegangen bin, dann komme ich hier eben in diesen runden Raum, aber ich bin jetzt anders wie da reingekommen. Shinobi. Ich hoffe, die sind nicht allzu stark. Wie gesagt, wir hauen mal so drauf. Ich habe Luneth nicht ganz geheilt, das war nicht so ganz klug, aber naja. Vielleicht kriegen wir ja einen Down. Mit den dreien in einer Runde, sonst sieht es ein bisschen düster aus. Apropos, es sieht ein bisschen düster aus. Okay, den haben wir schon mal down. Da muss ich mal leider, weil so viele Vitras haben wir gar nicht, aber dafür haben wir ein paar Vitras. Aber das ist auch Engel. Wir haben auch Erzengel mittlerweile. Den heilst du jetzt bitte Luneth, weil er hat es am nötigsten. Ja. Auch wenn es nicht wirklich viel war.
Und zwar ist das schade wegen den Erfahrungs... Okay, der ist tot. Schon gut. Ich wollte sagen, dass ich keinen Engel benutze während des Kampfes, weil ich wusste, dass der sowieso stirbt, der Shinobi. Da ich wollte halt nicht, dass Riffia nochmal in dem Kampf stirbt. Nein, Magie. Ja, seine. Ose. Okay, Ose. Was? Nicht reden können ich. Okay, dann wo kommen wir hier längs? Nein, zu einer Kiste. Die haben wir, glaube ich, sogar eben gesehen. Platinal. Du setzt da mal einen Sprung ein, weil du... Also wir können ihn sowieso nicht wirklich töten in einer Runde. Außer sie macht einen Crit. Vielleicht... Naja, jetzt werden wir es auch nicht herausfinden. Ob wir ihn hätten töten können. Bitte nochmal. Steingraf ist jetzt nicht so toll. Außer es geht vorbei. Also selbst wenn es nicht vorbeigeht, wir haben halt Goldnadeln. Who gives a shit? Angriff, Angriff. Heilst dich mal mit dem Vita. Davon habe ich ja ein paar. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine Heilpotion rauswerfen. Wir brauchen halt die Vitas, also die Stufe 1 Magie von Lune Thugs wahrscheinlich gar nicht mehr. Deswegen werfe ich auch die Vitas da so ein bisschen raus von ihm. Also hier müssen wir ein ganzes gutes Stück noch leveln, weil ich habe auch gesehen in der alten Aufnahme, Muscle Memory, ich habe so viel mit Vita High Potions geheilt, dass ich ein bisschen verwirrt bin, wenn ich das nicht tue, sondern damit Vita hantiere. Ich habe auch geguckt, was ich vor dem finalen Boss, halt das Spiel kenne ich halt, deswegen kann ich auch gucken, was ich vom finalen Boss in meiner alten Aufnahme, was für ein Level ich hatte. Und uiuiui. Wir müssen ein bisschen leveln, denke ich, weil ich habe mir die Aufnahme nicht komplett angeguckt. Ich habe mir wirklich nur geguckt, sobald ich ins Menü gegangen bin, habe ich Pause gemacht, habe mir die Level angeguckt und dann aufgehört. Und aber ich kann mich ganz stark erinnern, dass der finale Boss ein bisschen hart war. Und ich bin einfach mal ein bisschen unterlevelt. Also wahrscheinlich nicht für den finalen Boss, so allgemein, den könnte ich auch so wahrscheinlich besiegen. Aber also letztes Mal, da hatte ich so meine Probleme beim letzten Durchspielen. Ich so in Erinnerung, okay, dann setzen wir nochmal ein Vitra ein auf Refia. Diesmal darf es nicht daneben gehen, weil das kostet einfach MP, was daneben geht. Und das ist doof. So, Refia ist die Stufe gestiegen, alle 47. Okay, ja, wie gesagt, was ist Memory und so. Der muss denn geheilt werden, glaube ich, im Refia, ne? Ja. Ja, das heile ich jetzt nicht. Da sind irgendwie vier KP, die da geheilt werden mussten. Das ist ja Verschwendung. Kumkums waren, glaube ich, nicht so geil, ne? Ich weiß auch nicht so wirklich, wie ich die so besiege. Außer halt mit normalen Schlägen. Also ich meine jetzt von Magie her. Ah, guck mal, der setzt einfach mal Blitzke auf alle ein, was jetzt nicht so mega schlimm ist, weil wer Blitzke auf eine Person wäre... Okay, normaler Angriff, ja, damit kann ich leben. Blitzke auf eine Person wäre ein bisschen schlimmer, um ehrlich zu sein. Okay, der ist down. Wir sind ein bisschen stark. Aber das liegt auch daran, dass es Finsternismonster sind und wir haben mit Inges eine heilige Waffe. Nicht die heilige Speer oder sowas. Ich heile ihn nochmal. Obwohl, Refia kann man auch nochmal heilen. Da hätte ich nochmal auf alle eine Heilung machen können, aber egal. Okay, rechts geht wahrscheinlich weiter. Deswegen gehen wir nicht rechts. Weil ich habe schon gesehen, dass da in der Richtung eine Tür ist oder ein Weg, auf jeden Fall tiefer, so eine Treppe. Okay, das ist der Djinn oder Azza. Azza. Azza.
machen wir mal kurzerhand platt. Das dürfte ja auch ein finsternes Monster sein. Deswegen dürfte sie jetzt nicht so viel Schaden machen. Okay, das ist nicht schön. Flammen finde ich auch nicht schön. Das geht jetzt auch auf alle. Was geht ja noch klar? Jetzt müsste ich nur Riff hier nochmal ein bisschen heilen. Ja, ist doch kein finsternes Monster, heißt die heilige Lanze. Ist ja nicht allzu viel. Vitra auf E4. Ich möchte jetzt nicht zu starke Heilmagie einsetzen. Okay, sie ist auch. Also der Gegner ist down. Nicht sie. Sondern der Gegner. Wie gesagt, Master Memory. Meine Fresse, ich muss mir doch mal angewöhnen, hier mit Luneth zu heilen. Okay, dann gehen wir nur komplett auf sie. Ja, das letzte Beta war, glaube ich, ein bisschen unnötig, aber egal. Aber egal. Okay, ja. Ich hatte recht, hier geht's wirklich weiter. Hinterhälte sind nicht so geil. Vor allem von Kunkums, weil die tun weh. Und das ist nur auf einer Person. Bitte nicht auf alle. Das könnte sogar Luneth jetzt getötet haben. Hat's nicht. Aber weh hat's auf jeden Fall getan. Wir greifen mal mit allen den einen an. Und dann würde ich gerne am besten Vitra, ne? Aber dann geht mir ein Engel flöten. Aber Vitra möchte ich jetzt auch nicht unbedingt raushauen. Ich mach mal lieber Vitra. Das heilt jetzt nicht komplett. Aber okay, das ist gut. Ich würde ihn direkt bitte, das wäre nett, damit er gar nicht mehr angreift. Ja, das hat jetzt nicht wirklich geheilt. Also 1100 irgendwas ist jetzt nicht gerade wenig, aber ist jetzt nicht so mega geil. Ich würde erstmal niemanden heilen wollen, sondern erstmal verteidigen und hoffen, dass er nichts mehr einsetzt, der Kumkum. Ich weiß den Namen. Aber ich möchte ihn auch nicht Englisch aussprechen, weil das wäre dann zu komisch. Aber selbst im Deutschen hört sich ja nochmal einfach komisch an. Berufsstufe von Refest geschieden. Ich könnte mal kurz gucken, was für Berufsstufen ihr habt. 94, 39, 75, 19. Er hat bald Maximalberufsstufe, der Rotmagier. Dann wäre es eigentlich intelligent, ihm einen anderen Beruf zu geben, aber jetzt so kurz vorm Ende ist das jetzt auch, glaube ich, eher verschenkt. So vor, halt, er levelt halt nichts mehr. Aber ist dann auch nicht schlimm, also er levelt den Beruf nicht mehr. Aber ist dann auch nicht schlimm. Er ist dann halt sehr gut in seinem Beruf. Gehen erstmal links längs, weil hier sieht's auch so aus. Nein, hier geht's einfach gar nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, also sieht's aus, als würde es da weitergehen. Also das wäre der richtige Weg, aber tatsächlich ist das nicht. Das Gute ist bei einem aufgelevelten Beruf, er ist aufgelevelt und also vollgelevelt meine ich und macht halt sehr, also hat die besten Werte und alles, ist sehr gut. Das Schlechte daran, er wird halt nicht mehr besser. Und aber ich möchte ihn auch nicht wirklich wechseln, weil gerade das Vita uns so ein bisschen der Arsch rettet und so später könnte die Magie auch so ein bisschen helfen, obwohl wir haben nicht wirklich hochstufige Magie. Zum Beispiel Feuer können wir gar nicht, Feuer meine ich, können wir gar nicht einsetzen, weil er halt nur bis Stufe 5 hat Magie und das auch nicht dann auf einem hohen Level. Okay, das war jetzt sein letztes Vita, was er da benutzt hat, dann gehen wir mal. Ah ja, die kann ja auch keine Magie mehr einsetzen. Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir ihre Vitas. Dann nehmen wir seine Vitas. Aber hier sieht es ja auch schon so aus, als wäre alles geheilt. Also gehen wir einfach weiter. Okay, dann gehen wir erstmal oben rum. Ich dachte, ich öffne die Truhe, aber in Wirklichkeit kommt nur Platinal. Vollidiot.
Haben wir eigentlich schon Level Up? Also ich weiß, dass Refi ein Level Up hatte, aber sie hatte auch Level 2 und 46. Steingar ist jetzt nicht so schlimm, außer es versteinert tatsächlich. Ja, dann ist das schlimm, um ehrlich zu sein. Weil das können wir ja wieder rückgängig machen. Steinar. Hast Aerogar. Aerogar möchte ich jetzt nicht so aus dem Fenster werfen. Die MP dafür, deswegen. Ich habe ja 32 Goldnadeln, also who gives a shit, würde ich ja mal sagen. Ah, jetzt kriegt sie keine Verteidigungspunkte, sage ich. Erfahrungspunkte, das ist schade. Na, die Potion, das ist schön. Muss ich mal kurz gucken. Ja, wir sollten auch mal mit ein paar von diesen heilen. Damit wir auch immer welche wieder finden. Sonst, das nützt ja nichts, wenn wir Heilpotions finden und sie nicht tragen können. Das ist totaler Schwachsinn. Elixier. Elixier ist wunderschön. Ich weiß, ich bin so ein bisschen am Horten, meine Items. Aber die werden wir früh oder später sowieso alle rauswerfen, wenn wir gleich auch die ganzen Vitas ausgehen bei Ark. Und dann. Ja. Wenn mir die spätestens ausgegangen sind, muss ich halt mit Heilpotions heilen. Weil ich mit anderer Magie nicht heilen möchte. Außerhalb von Kämpfen. So, dann gehen wir hier oben längs. Okay, aber irgendwo muss man nochmal runtergehen können, weil es da ja auf der unteren Ebene so aussah. Eine Phönixfeder, da geht's weiter, aber hier ist ein Weg linksrum. Ah ja, ich wollte ja nochmal gucken, was für ein Level wir alle gerade sind. Weil ich gerade nicht mir sicher bin, was für ein Level wir gerade sind. Ja, toll. Begiftet und fast am Sterben. Das ist ja wunderherrlich. Macht fast keinen Schaden, ne? Ich weiß, dass 2700 ist fast kein Schaden. Was tun Schaden? Ja, im high-leveligen Gebiet ist das, also. Die anderen machen fast 5000. Ja, danke. Nach fast 5000 Schaden, da sind 2000 irgendwas halt Peanuts und das Vitra geht ins Leere, weil alle vollgeheilt sind. Und der greift jetzt noch an, das wäre erst ja, dass ich nochmal Zaubern, also Heilung raushauen müsste. Das wäre es ja, ich müsste ja sowieso schon ein Dinges raushauen. Okay, er ist gerade ein Level gestiegen, der Luneth auf Level 41. Sie sind alle Level 48 bis auf Refia. Der Ingress ist ein bisschen tot. Den heilen wir aber. Wiederbeleben wir jetzt mal kurz. Und dann haben wir Vitas raus. Aber dann auch nur auf Ingress, ne? Davon haben wir auch nicht mehr bald nicht mehr so viel. Poisoner ist jetzt nicht mega wichtig, weil. Kann man nicht hier runter? Ja, ich sehe gerade nicht, wo ich lang gehen kann. Weil hier einfach schwarz ist. Okay, da ist halt die Treppe nach oben, deswegen würde ich erstmal sagen, da ist richtig. Ah, so einer. Blasia Labulas. Okay. Hat sich sehr spanisch angehört, vor allem wie ich es ausgesprochen habe. Blasia Labulas. ja. Ich weiß gar nicht, ob der so heißt. Ob ich seinen Namen jetzt wieder komplett falsch ausgesprochen habe. Okay. Das ist nicht so schön. Das wäre schön gewesen, hättest du nochmal Ark geschlagen, aber Blasia Labulas. Ja, okay. Es wäre halt am schönsten, wenn. Also, es ist am schönsten, wenn Ark verwirrt ist. Ich meine, natürlich soll keiner verwirrt sein, aber wenn, dann Ark, weil der tut nicht weh, wenn er zuschlägt. Und zaubern tut er halt nicht, wenn er verwirrt ist. Ich dachte gerade, was zur Hölle, wieso bin ich im Schwarzen, aber ja, na klar bin ich hier komplett im Schwarzen, weil wir quasi in der Wand sind.
Also wir gehen erstmal rechts. Ja, so. Und dann wird so ein Schuh draus. Aber ich denke mal, hier geht's einfach nur nach... Okay, hier geht's nur holen. Was? Okay. Was ein Quatsch. Noch so einer? Nee, das ist jetzt ein anderer, aber den kennen wir ja auch schon. Also der dunkle General. Ich glaube, nur den General kennen wir, ne? Also wir kennen seine... sein Charaktermodell, aber wir kennen ihn jetzt nicht als diesen Gegner. Ich glaube, er war einer der Bosse in Eureka. Hat eine der Waffen bewacht. Bitte nicht nochmal auf Refia. Das ist nett. Immer schön auf Ark, wenn er verteidigt. Weil das tut ihm nicht so weh. Hm, ich glaube, ich mache dann ein Vitra auf Refia. Oder sie tötet ihn einfach. Wie wär's damit? Hier sind, glaube ich, 46 hier reingegangen, ne? Das wäre gut, weil dann haben wir schon einfach mal zwei Level mehr. Wir haben aber auch bald keine Vitas mehr mit ihm hier, also Ark. Hier geht es auch noch lang, aber hier, also, wo geht es denn da lang? Ach, es gibt hier, ich dachte, das wäre einfach... Die Treppe hoch in das in den nächsten Abschnitt, aber der Abschnitt hier ist ja noch gar nicht vorbei. Mach du mal einen Sprung und du verteidigst mal. Weil du bist ja sowieso, also wir kriegen den sowieso nicht tot. Außer sie crittet hier nochmal. Nee. Hölle Wurst. Ist jetzt aber nicht schlimm, denn Ark haut jetzt einfach mal auf den Ingus drauf. Ich hoffe, er ist schneller als Ingus. Weil dann haut er ihn aus der Verwirrung raus. Deswegen, Verwirrung ist gar nicht so schlimm, weil wir halt einen Weißmagier haben, der die anderen da raushauen kann. Und wenn der Weißmagier verwirrt ist, das tut halt nicht weh. Ist halt nur so ein bisschen doof, dass wir dann nicht richtig heilen können. Aber ansonsten macht das eigentlich nicht so viel. Ja, wir lassen das mal. Ich werfe jetzt das letzte Vita nicht für sowas raus, was Ingus da noch geheilt werden muss. Das ist nämlich Peanuts. Hören wir mal auf einen Gegner, der nicht allzu stark ist. Ich meine, die geben alle gute Erfahrungspunkte. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Was ich so ein bisschen doof finde, ist halt, dass der Dungeon, ich kenne ihn halt noch von damals, der ist richtig lang und that's what she said. Der ist halt, der ist ein bisschen groß und das halt, man kann hier nicht speichern. Heißt, wenn man den verkackt, muss man... Also wenn man dann auch den finalen Boss verkackt, muss man das Ganze hier nochmal machen. Was natürlich dann ein bisschen doof ist. Man könnte auch natürlich, macht halt keinen Sinn, aber man könnte natürlich nochmal rausgehen, speichern und dann nochmal reingehen. Aber wie gesagt, es macht halt keinen Sinn, weil man nochmal durch den ganzen Dungeon muss. Dann mal trotzdem seine ganzen Sachen verbrauchen und das macht halt null Sinn. Dann setze ich das letzte Vita ein auf alle und dann machen wir Metall Potions. Ich mache jetzt mal hier mit normalen Potions, falls wir davon welche finden sollten, dass wir dann noch ein paar frei haben Plätze für High Potions. Ah, jetzt gehen wir da runter, wo ich gesehen habe, wo man da runter gehen kann, oder auch nicht. Warte, komme ich an die Truhe da dran? Weil die ist noch ungeöffnet. Vielleicht komme ich ja auch anders dran, aber... Also, scheiße, ich wollte eigentlich verteidigen mit Ark. Aber wenn da jetzt Ark angreift, das wäre nicht so geil. Weil Ark macht fast keinen Schaden.
500 ist ja aber mehr, als wie ich gedacht hätte. Er hat ja diesen Stab, der... Aber halt, der hat jetzt Schaden bekommen, den wir heilen müssen. Und das ist immer doof. Natürlich hätte er jetzt auch Schaden bekommen, und den er heilen müsste und so. Aber nicht so ruhen, sag ich mal. Sag ich mal. Ich hab, glaube ich, sah ich mal gesagt. Egal. Manchmal rede ich Quatsch. Oder spreche Worte nicht richtig aus oder so. Das finde ich so, nervt mich selber so ein bisschen. Und das ist erst mir aufgefallen, nachdem ich hier mit Let's Plays angefangen habe und so. Nämlich wenn man seinen eigenen Quatsch sich dann mal anhört, denkt man, wie verstehen mich Leute überhaupt? Okay. Kumkums sind nicht so geil. Diese Geister hier, aber den haben wir schon mal down. Den wahrscheinlich auch, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie viel Leben die haben, aber bei 9999 hört's auf. Auf jeden Fall, da sterben sie. Heilen muss ich nicht wirklich, weil keiner Schaden bekommen hat. Okay, nochmal kämpfen. Wieder so ein Platinal-Typi. Verteidigen. Könnt ihr den mittlerweile in einer Runde töten? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch eben nicht aufgepasst bei dem anderen. Weil auch wenn das High-Level-Kämpfe sind, man muss da nicht wirklich aufpassen. Nur halt, wenn man getroffen wird, muss man so ein bisschen aufpassen, um zu sehen, wen muss ich jetzt da heilen und so. Ich setze meine Heil-Potion auf Lumeth ein. Okay, das war's dann. Ich heile trotzdem mal lieber. Wieder mit High Potions. Hier. Na komm, heilen wir auch nochmal. Die eine High Potion wird mir ja später nicht fehlen, oder? Wenn so viele Gegner kommen und sie mir alle Schaden machen, dann natürlich wird mir irgendwann die High Potions fehlen. Aber ich denke mal nicht. Wir haben noch 90, also das sieht schon gut aus. Okay. Sie hat wahrscheinlich auch so 9999 Schaden gemacht. Ich habe mal stark davon aus. Da war der Crit so ein bisschen unnötig, aber egal. Besser ein Crit als kein Crit, auch wenn er unnötig war, meiner Meinung nach. Elixier und eine Phoenixfeder. Mal gucken, da geht's hoch. Da geht's weiter sogar. Will ich erst im Kreis laufen? Nein, ich will erstmal hier rechts runter. Nein, du musst auch angreifen. Ich dachte gerade, ich wäre schon bei Ark, aber das war ja noch der Ingis. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Schaden gemacht hat. Nicht genug, das ist auf jeden Fall. Das hat ihn einfach mal getötet. Das ist nicht so gut. Verteidige ich es auch nochmal eine Runde, weil wir heilen nicht in Kämpfen. Also wiederbeleben nicht in Kämpfen. Also nicht in normalen Kämpfen. Bei etwas stärkeren Gegnern schon. Weil da kann, wenn einfach einer mal ausfällt, ist ganz schön in die Hose gehen, sag ich mal. Aber so möchte ich eigentlich nicht gerne in Kämpfen heilen, weil wenn er nochmal stirbt, dann haben wir den Salat. Dann haben wir wieder einen Engel verschwindet. Obwohl, ich habe jetzt viel mehr Engel als eigentlich andere Sachen. Ein Elixier, hier geht's nicht lang. Ja, wir werden auch mittlerweile mit Elixieren so ein bisschen vollgeschissen, ne? Wir müssen so mittlerweile so um die 10 haben oder so, aber die werden auch irgendwann nötig sein. So ist es ja nicht. Aber in diesem Spiel, da heilen sie nur, ne? Die stellen keine MP wieder. Das werfe ich mal so ein Elixier gleich mal rein. Guck mal lieber. Ordnen. Da Elixier stellt LP und MP vollständig wieder her. Also
Es macht doch das, was es macht. Macht das, was es macht. Auch halt in anderen Final Fantasies. Okay, dann sollten wir Arc auf jeden Fall, vielleicht Runes auch, vorher, bevor wir dann ins Finale gehen, jeweils ein Elixier in den Kopf werfen.